Und es geht weiter im Legend of Zelda Skyward Sword mit Nintendo Wii. Beim letzten Mal sind wir beim Siegelhain angekommen und haben auch schon Bekanntschaft gemacht mit etwas, das da unten versiegelt ist und mit dem wir später auch noch aller Wahrscheinlichkeit nach in Kontakt treten werden. So, was haben wir zum Beispiel hier oben? Gucken wir uns erstmal ganz in Ruhe um. Ein runder Weg und Ruinen. Da unten scheint doch erstmal nichts Interessantes zu sein. Da scheint es bloß zu diesem Siegel zu gehen. Kommen wir da vielleicht schon rein? In die Tür, die hier gerade zu ist, oder geht das noch nicht? Ich habe dir was zu berichten, Gebieter. Es scheint, als sei das Tor vor kurzem geöffnet worden. Jetzt aber ist es von einer starken Kraft versiegelt. Dann glaube ich, müssen wir da runter zu diesem komischen Stein und irgendwas damit tun. Okay, gut. Dann gehe ich mal zu dem komischen Stein hin. Mein Kind. Kind des Himmels, das aus den Wolken kam. Halte das Schwert der Göttin himmelwärts. Halte es dem Bösen entgegen. War das gerade eine gute oder böse Stimme? Ich kann es gerade nicht zuordnen. Aber ich glaube, es war gerade eine gute Stimme. Denn wenn ich es dem Bösen gegenhalten soll, hat das wahrscheinlich gerade ein Guter gesagt. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre eine Veränderung an diesem Ort, die durch den Himmelsstrahl hervorgerufen wurde. Gebieter, ich spüre ähnliche Aura wie die eines Paraschals. Es ist Zeldas Aura. Ich kann mit meiner Aurasuche in die Richtung führen. Wünsche weitere Erklärungen dazu? Nein. Das mache ich selbst. Ja, Gebieter. Ja. Das ist so eine Art Suchsystem. Und zwar aktiviert ihr Ziel und geht dann auf Zeldas Aura. Ja, und dann könnt ihr, also wie so ein Radar-System, sie damit suchen. Ihr könnt aber da rumlaufen und müsst einfach dem Signal folgen. Das ist schon alles. Also alles ziemlich simpel. Die Aura-Suche werden wir noch brauchen im Verlauf des Spiels. Die wird noch eine tragende Rolle haben. In manchen Situationen. Ich frage mich gerade, was auf dem Hang da oben war. Ich will's... verdammte Neugier. Ich will gerade mal schauen, was sich bei dem Hang da oben verbirgt. Na, ist immer zu spät. Ach, ist wahrscheinlich doch nichts Wichtiges. Ja, ist immer zu spät. Nee, dann wird's wohl nicht Wichtiges sein. Ja, warum klappt es gerade nicht? Ach komm. Wenn's gerade nicht will, nehme ich halt einen anderen Weg. Das sieht auch sehr weit aus, aber ich glaube, es ist bloß ein Stein. Ich werde wie in Triad Princess natürlich wieder mal die Augen offen halten nach Geheimnissen hier und da. Wenn ich sie gerade mal finde. Hier zum Beispiel eins, nein.
Wozu haben wir die Schräge hier gut ist? Keine Ahnung. Gut, ich würde sagen, wir gehen da nochmal rein. Können wir es denn jetzt? Ja, das Siegel ist verschwunden. Tempel des Siegels. Das wird auch noch später interessant. Das wird auch noch interessant sein später. Was mit dem Loch hier auf sich hat. Dafür, für den Käfer habe ich jetzt gerade kein Netz. Dafür brauchen wir jetzt die Schleuder. Die haben wir noch nicht. Da geht später weiter. Ziemlich verschlossen. Müssen wir uns mal im Tempel umschauen. So, wer ist die Person da oben? Sieh an, der Auserwählte, der das Volk im Meer durchquert hat und vom Himmel gestiegen ist. Wie heißt du? Link? Gut, Link. Also, du beherrschst den Himmelsstrahl, jene heilige Kraft, die durch das Emporstrecken des Schwertes gen Himmel beschworen wird. Ja, du scheinst des Schwertes der Göttin für wahr würdig zu sein. Ich sitze hier seit ewiger Zeit und habe auf dich gewartet, den Wegbereiter des Schicksals. Das hier ist der uralte Tempel des Siegels, der von der Göttin selbst erschaffen wurde. Dein Kommen wurde vor sehr, sehr langer Zeit vorher bestimmt. Das Mädchen, das du suchst, ist erst vor kurzem vom Licht umhüllt in diesem Tempel erschienen. Es ist Schicksal. Aber ihre Ankunft im Erdland entsprach nicht der Prophezeiung. Es scheint gerade so, als wolle eine böse Macht euer beider Bestimmung beeinflussen. Link, machst du diese Sorgen um sie? Da müssen wir jetzt handeln. Großes ist euch beiden wie vorher bestimmt. Und Mann, was ist denn jetzt schon wieder los? Oh, die Fernbedienung ist... Die blöde Batterie ist locker. Deswegen ist das gerade das Problem. Schon das zweite Mal, dass es passiert. Tut mir gerade leid. Um ihre Bestimmung zu erkennen, ging sie in den Wald von Pirone. Du musst ihr folgen. Sieh auf deine Karte. Mit dem X markiert. Aber es ist gefährlich. Bei all den Monstern mit der Nase in der Karte umherlaufen. Daher bringe ich dir bei, wie du Signalleiter verwendest. Wenn du eine Karte mit Signallicht setzt, erscheint dort eine Lichtsäule, an der du orientieren kannst. Also zeige auf X und drücke C, um den Signallicht zu setzen. Okay, gut, machen wir es mal. Zum Beispiel hier. Jetzt mal gechallenged werden können. Einer mit X markiert und Schell scheint kein Signallicht zu sein. Fernzeige, drücke auf 10, kannst du gleich nochmal platzieren. Ne? Noch auf das X soll ich zeigen. Gut, okay. Wie kann ich jetzt Signallichter... Ich hab's eine ganze Weile nicht gespielt. Sogar ein Jahr her. Ich muss mich gerade ein bisschen einfinden in das Ganze.
Zwar hier auf das X. Hab ich doch gemacht. Muss ich jetzt ganz genau auf das X draufhalten? Irgendwie verzieht das Licht gerade ein bisschen, obwohl ich. Jetzt richtig? Kannst du jetzt zwar nicht sehen, aber Signallicht leuchtet dir in den Weg. Ach so, das ist wie so eine Art Navigationspunkt in den Wald von Firono und finde die heilige Maid, finde eine Zelda. Nimm halt der Schatztruhe in diesem Raum an dich, er wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Okay, mal schauen, was das ist. Der Weg durch diese Tür führt dich direkt zum Wald. Sei vorsichtig. Mit Sicherheit bald alles klar werden. Schreite ohne Furcht voran, Link. Okay, wo hast du gerade eine Truhe hingesetzt, alter Mann? Hier ist schon mal eine Truhe. Und was ist drin? Die nächste Flasche. Mit einem Wundertrunk, den ich mir aufsparen werde. Für den Fall der Fälle. Ich hoffe, er kann Zelda einholen. Hat es gerade der alte Mann gesagt? Vor allem, mit wem hat er gerade gesprochen? Er ist mir gerade Wurst. Sagt denn die Zeit? Ja, hast du recht, Link. Jo. So, der Weg zum Wald von Perone. Dann folgen wir ihm mal. Ist hier was drin? In den Büschen? Ja, Rubies. Unsere ersten Gegner! Wie scheint. Und sie bedrohen den Mann. Ihr fiesen Biester, lass mich in Ruhe! Wow, ihr sucht Stress oder was? Da kommt er! Ihr habt keine Chance gegen mich. Danke für deine Hilfe. Wo kommen diese roten Kerle her? Früher haben sie sich in diesem Wald jedenfalls nicht so rumgetrieben. Und so einen wie dich sehe ich heute zum zweiten Mal. Was ist das für ein Tag? Naja, danke für deine Hilfe. Als Dank erzähle ich dir für deine Hilfe etwas Interessantes. Ich studiere in diesem Wald die Geschichte des Altertums. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Marugo, ein Gorone. Den alten Schriften zufolge liegt irgendwo in den Wolken hier die Insel der Göttin. Diese alten Statuen, da gebe ich dir eins dazu, zu dieser Insel der Göttin. In den Himmel aufzusteigen und von dort wieder zurückzukehren. Wenn du einen von findest, solltest du auf jeden Fall untersuchen, da die Statuen als Anhaltspunkt dienen. Das ist wirklich praktisch. Und diese Statue hier hat eigentlich eine besondere Kraft, all die anderen Statuen, die es gibt, zu erwecken. Es mag wie ein Märchen klingen, aber ich glaube daran. Wie könnte man sonst den Umstand erklären, dass überall in dieser Welt verstreut herumstehen?
langweilig mit meiner Erzählung oder willst du mehr hören? Jetzt erstmal nicht. In Ordnung. Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Was hast du da getan? Das ist ja unglaublich. Die Statue hat geleuchtet, als du dich hier genähert hast. Du bist wirklich einmalig. Tja, damit können wir jetzt eigentlich zum... Wollten mehr zurück. Aber vor allem können wir speichern. Und würde sagen, passendes Timing, wenn ich so die Partzahl angucke. Ja. Heiliger Kiesel. Was hast du da getan? Die Statue, sie leuchtet. Woher wusstest du, wie man das macht? Tja. Weil ich eben Link bin und weil ich es kann. Was gibt's denn da oben? Das will ich aber noch rausfinden. Ich glaube, hier oben war bloß... ja, hier ist eine Abkürzung zum Siegelhain. Ja. Und ich werde jetzt speichern. Das war's für diesen Part von Skyward Sword. Beim nächsten Mal erkunden wir näher den Wald von Peirone. Bis dann. Ciao, Leute.